Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Wochenendausgabe von Synchro ohne Minjas, weil der ist im Kino. Der guckt hier, wie heißt der Film? Ich glaube, der wusste es selber nicht. Der guckt Men's Harry Potter Protect, 5. Teil 3. Die Rückkehr. Nachdem er erst schon abgeschafft wurde. Okay, wir beiden Hübschen, Jack und ich. Hallo Jack. Hi. Wir fliegen jetzt von New York nach Miami, warte. Ach, du hast jetzt Reisen gedrückt? Ja. Geil. Übrigens, wenn du mit der Bahn gefahren wärst, wäre ja mit der Bahn zum Flughafen und mit dem Flugzeug und dann wieder mit zur Bahn. Ja, genau das, was du gesagt hast. Sind wir jetzt da? Okay, und was wir machen was unser Plan ist, in fucking Miami, ist zum, da fahren wir jetzt aber hin, bitte. Ja. Wegpunkt setzen beim Performance-Tuner. Wegpunkt, geil. Da müssen wir eh hin. Das ist eine blaue. Das ist eine blaue Zone, da dürfen wir noch nicht, ja. Fahren. Wieso fahre ich denn schon wieder mein Geländewagen? Warte mal, ich muss mal wechseln. Ich auch. Siehst du, die können gleich sehen, was hier für eine krasse Karre fahre. So. Wieso bist du eigentlich der Boss? Naja. Ja. Also das Spiel wirst schon in Wirklichkeit, wer fahren kann. Alter, hast du dir mal die letzten 2 Folgen angeguckt? Guck mal hier, die Feuerwehr. Ja, Feuerwehr, du Arsch. Wir brauchen auch so eine Kack, so eine... Wie heißt das? Oh! Hast du das gesehen? Ach, wir hätten hier irgendwo abbiegen müssen, glaube ich. Ja, wir hätten abbiegen müssen. Big auch. Hike auch. Wieso ich nicht? Hier ist ein Autoteil irgendwo, glaube ich. Oder ein Turm. Hier ist ein Turm. Ja? Ja, das siehst du daran, dass ein Turm abgebildet ist. Ah ja, jetzt sehe ich's. Aber den wollen wir nicht sehen jetzt, oder? Nein. Wo bist du? Ich bin schon längst du bist viel weg. Weiter und besser gefahren als ich. Glaube nicht. Ich glaube, ich, das ist ich halt liege vor. Habe ich übrigens erzählt, dass unsere letzte StarCraft-Folge sehr, sehr gut angekommen ist? Ach nee, hast du nicht erzählt? Habe ich noch nicht erzählt. Erzähle ich jetzt hier einfach plötzlich in The Crew. Einfach so. Einfach mal rein. Und weil ich mir auch ganz sicher bin, was? Bist du blitzgereist, du Arsch? Nein, bin ich natürlich nicht. Wieso bist du Weil ich schneller bin. Du bist blitzgereist. Bin ich nicht. Ist der doof. Bin ich nicht. Kleiner Blitzreiser, du. So, jetzt hier, beitreten. Okay, beitreten. Performance-Tuner, Alter, geil. Guten beitreten. Tag. Ich hätte gerne, eine neue Stoßstange, also, so wie das aussieht. Ich hätte gerne. Haben Sie Bananen? Nee, du musst jetzt eigentlich so richtig cool fachsimpeln. Ihr musstet euch ja immer anstellen. Ich hätte gerne dabei Vergaser mit Fächerkrümmer. Den nehme ich aus dem Konifahrwerk. Einstellbar. Lass jetzt übrigens hier mal die Zwischensequenz laufen. Dann hätte ich gerne 18 Zoll, 12,55, ja, aber möglichst mit Felgenschutzkante. Dann nehme ich die... Kannst du mal irgendwie die Schnauze halten, bitte? Ich hätte gerne noch einen Chill. Ey, von so ist schon bezahlt, Alter. Ist voll bezahlt, Digga. Okay, also das sieht schon mal ziemlich cool aus. Möchtest du dieses Katerstit... Möchtest du dieses Katerstit... Ganz kurz, man kann, wenn man sein Auto tunt, ne? Ja. Kann man nicht so mit der Maus so das drehen. Man kann ja, das ist schade, ja. Was ist denn mit den Leuten los, die dieses Spiel machen? Probier's mit den Pfeiltasten, bitte. Ah ja, jetzt kannst du so von der Seite zwar gucken, aber so richtig überzeugt. Tune deinen Wagen. Ich würde gerne... Der sieht kacke aus jetzt. Oh. Kann ich einen Aufkleber drauf machen? Das ist das Wichtigste eigentlich. Oh ja, so stimmt allerdings. Ich mache aber erstmal Performance. Achso, warte mal, mute ich mich natürlich im... Was? Klingt bei dir wahrscheinlich, wenn ich jetzt mich die ganze Zeit mute. Sehr schön. Warte mal. Oh Gott! Flammen! Nee, das bringt hier nichts. Performance. So ein Aufkleber kostet übrigens 4500 Tacken, was viel zu teuer ist! Welche Farbe? Hey, wo sind meine Flammen? Metallic Schiller. Ich hab grad 4500 Tacken. Boah, nehme ich richtig schlimme Farbe jetzt mal? Kannst du dich mal auf meine Probleme konzentrieren? Nee, ich hätte ja irgendwann eine rosa-lila Mischung. Felgen sind hässlich. 9000! Nö, das gebe ich jetzt nicht aus. Was? Weil ich wollte mir eigentlich noch ein Auto kaufen. Du hast doch diese komischen Dings-Dollar. Die CC-Credits hier. Ja, aber die will ich ja auch nicht ausgeben, oder? Ja, ach, mach ruhig. Nee, ehrlich. Die Karren, die du ja eine hättest, kosten mehr als das, was du hast. Und die anderen kosten so viel weniger, dass du locker noch das ausgeben kannst. Verstehst du, wie das jetzt hier... Das finde ich jetzt nicht so schlüssig, nee.
Natürlich. Das ist daran nicht schlüssig. Geil, dass die fucking Motorhaube mit dem Motorblock und alles halb so viel kostet wie fucking Aufkleber. Oh, rot. Ich nehme den rot. Was nimmst du denn in rot? Kaufen. Ja, ich nehme das jetzt hier die nicht. Karre in rot. Wie, du malst die Karre rot an? Ja. Aber wir haben doch die schwarze Kuh, du Arsch. Ich hab eine rote Karre jetzt. Halt die Schnauze. Oh Mann, Jack, du machst halt dich da raus, Mann. Das kann doch nicht sein. Warum nicht? Ach, jetzt sieht man die Flammen, weil ich, wenn ich die Farbe wechsle. Ah. Weil die durchsichtig sind, weißt du? Aber richtig schlimme? Was gibt's denn hier noch? Flammen, Rennstrahl. Dann nehme ich jetzt auch eine andere Farbe. Nee, wir sind doch die Crew. Doch. Nö. Die schwarze Crew. Ich mag ja Rennstreifen sehr. Oder ich nehme die anderen Aufkleber. So mit King. So richtig chinesischen Spaß, Aufkleber nehme ich gerne. So Surfen. So Surfer. So guck mal, ein Performance-Car kann ja auch mal. So ein Performance-Car kann ja auch mal so ganz hässliche. Oh, warte mal. Oh shit, ist das. Oh Gott. Nee. Oh Gott. Das kostet 50.000. Der Aufkleber kostet 50.000. Welcher denn? Bist du bei Rennen oder so? Ich bin bei. Bei Schädel so und. Oh, Schädel. Scheiß. Darf ich nicht, aber was? Für dieses andere nicht verfügbar, warum denn? Das finde ich nicht schlecht. Surfen. Ist doch halt scheiße. Schädel. Ich fand das geil, bei Need for Speed konntest du das selber machen. Du konntest selber deine. Die konntest sie setzen, ne? Ja, genau, setzen und so. Da, genau. Richtig. Oh, Tribal? Richtig schlechte Tribal? Alter, geh mir von meinem Sack mit Tribal. Oh Gott. Ich nehme das richtig hässliche, wollte ich mir eigentlich vorhin nehmen. Oh yes. Ist das hässliche noch? Alles klar, das nehme ich. Okay, cool. Ich hätte gern noch einen Hinterflügel. Einen Hinterflügel. Und der ist. Der ist nicht so hübsch. Welcher ist denn meiner gewesen? Und wir nehmen diesen riesen Hinterflügel. Und bei Need for Speed haben die ja auch Sachen gemacht, ne? Hier ist er einfach nur Aussehen und so. Nee, bei Need for Speed haben die auch nur Aussehen gemacht. Möchte ich behaupten. Ja, du kannst doch blaues bessere, Licht unter das Auto setzen und bessere so. Bessere Haftung. Bessere. Was? Was? Nee, bei Need for Speed konnte man nur blaues Licht. Ich kriege das nicht. Oh, ich dachte schon. Das wäre geil, ja. Oh, das wäre so geil. So, jetzt machen wir fertig da. Wir müssen mal fahren, okay, jetzt. Die schlechtesten Flammen aller Zeiten. Gekauft! Welches das Fahrzeug tun die jetzt? So, Innenausstattung, Bumper. Ich will ein Auto sehen. Ich muss noch kurz. Ich will ein Auto sehen. Überspringen. Ich muss was richtig Schlimmes. Ja. Kauft. Hinterstoßfänger. Wähle eine neue Fraktion oder bleib bei der anderen. Wir könnten die Crocodiles nehmen. Jetzt, wo Minjas nicht da ist. Ja, ja, komm. Nee, oder? Mann, der meckert der. Der sagt, der nein. Der heult auch. Und dann ist er so ganz leise, weißt du? Ja, so ja, ganz ruhig. So, ich bin nicht sauer. Ich bin nur enttäuscht. Das ist das Gleiche. Ich nehm den. Okay, wir haben hier keine Mission, aber immerhin haben wir jetzt ein Performance-Auto. Kann ich Kotflügel jetzt eigentlich wählen? Oh, immer noch. Kannst nicht. Du jetzt mal dein Auto fertig machen? Ich muss noch den Seitenschweller. Alter. Was denn? Oh, der ist gut. Der ist gut. Das kann nicht sein. Der ist so hässlich, dass er schon wieder gut ist. Und noch Felgenkot. Ich suche jetzt offiziell den Turm, dich, Straße. Ich hätte gerne nicht rennen. Irgendwas Offroad. Vintage. Ja. Nehmen wir die. Ich hol mir den Tower. Die nehmen wir. Oh. Was denn jetzt? Ah, okay. Kaufen. Für 4,9. Oh, die Karre ist ja aber du. Gott, meine Zuschauer sind bestimmt. Oh ja, eine richtige Pommes-Theke. Pommes-Theke? Und höher. Noch kurz die Motorhaube. Irgendwas in Carbon-Optik. Jack! Ja, was denn? Oh, nee, könnten wir jetzt. Carbon bitte? Ist schlimm. Ne, wir lassen Carbon weg. Die lassen wir weg. Ne? Seid ihr dabei? Ne? Da seid ihr dabei, ja. So, ich hätte dann das schönste Auto aller Zeiten fertig. Ich bin gespannt. Demo-Modus, nein. Okay, Escape, ne? Sagst du? Raus. Wo bist du? Raus. Ich bin raus. Tune deinen Wagen. Raus. Upp. Raus. Wo bist du? Oh Gott. Bin gespannt. Und achte bitte auf dieses kleine Detail der Felgen. Die... Wo bist du denn? Ich komme jetzt raus erst. Komm jetzt raus. Die haben es in sich. Stunden bei dir, Digga. Okay, überspringen.
Oh ja, das ist nett, dass du überspringst. Du musst mehrfach überspringen übrigens. Ja, ich merke schon. Also wir bleiben jetzt bei der alten jetzt Fraktion, ja? Würde ich mich freuen, wenn... Ich bleibe bei Wolves, okay? Wolves. Ja, wir bleiben bei den Wolves. Was ist denn los mit dir? Ich bin so ungeduldig, ich will dich jetzt sehen. Ich stehe jetzt gleich vor der Tür hier. Ich bin... Oh Gott. Ja, wieso bist du 100 Meter weg? Oh oh. Ach du Scheiße. Oh nee. Guck dir die Felge an, Digga. Oh, wie kacke deine rote Farbe ist. Was ist denn das? Das ist so schön. Das ist exoliert. Oh, wie auch immer. Exoliert. Ey, du hast aber einen geilen Motor, Alter. Ja, deine Felgen sehen geil aus. Ja, die sind so ein bisschen Pimp My Ride, weißt du? Die sind... Geil. Eigentlich wäre cool... Oh, das hab ich so gerne geguckt. Können wir jetzt mal was Sachen machen? Warte mal. Du bist der Boss, ne? Ja, ja, stimmt. Wir haben aber hier irgendwas machen? Wir haben hier keine Mission. Bedeutet für mich, wir müssen wieder zurückfliegen. Oder wir kaufen uns jetzt ein Auto in der... Ach nee, das ist ja PvP, das ist von anderen. Oder ja, wir fliegen zurück, glaube ich, ne? Fliegen jetzt zurück, einfach. Aber ich sehe hier keine Story-Mission, Digga. Nirgendwo. Nirgends? Doch. Ganz oben, Ostseeküste. Dann lass mal zurückfliegen. Das war die Ostseeküste. So, wir müssen jetzt aber, warte mal, wir müssen jetzt hierhin blitzreisen. Und dann müssen wir das kleine Reststück fahren. Siehst du, kannst du das markieren, bitte? Ich mach das gerade. Kannst du das markieren? Du weißt aber, was ich meine, ne? No. Ich wollte ja erstmal zum Flughafen. Nein, du kannst blitzreisen zur Ostseeküste. Ach so, stimmt. Jack the Ripper. Hier in New York oder wo willst du hin? Ja, der Ostsee oben. Dann Ostsee müsstest du, oben. Oder Cape du gibst schnell. Nee. Pass auf. Du gehst richtig, richtig weit oben. Also hier Niagara-Fälle, siehst du die? Ach, ich sehe dich. Ich sehe Fischkopf. Wo bist ja, du? Ja, wir müssen aber noch höher. Und da musst du markieren. Wieso fliegt hier ein Flugzeug? Blitzreisen. Fliegt ein Flugzeug über die Map? Ja? Hast du noch nie Was gesehen? Ist das denn? Und dann kannst du so ranzoomen und dann siehst du das tatsächlich. Okay, kannst du bitte markieren? Ich bin jetzt bei dir. Ja, da drüber müsstest du aber markieren. Bitte. Ah ja. Siehst du das? Ja. Heiße Jagd. Ja, ja. Okay. Na endlich. Oh, ich fahre jetzt mit meinem Performance-Car hier durch die Berge. Na selbstverständlich. Oh, das wird jetzt hier Pikes Peak Rennen. Wir machen ein Rennen zu einem Rennen. Komm. Bist du bereit? Ich bin schon vorgefahren. Hinter mir? Ja. Ich finde übrigens dein Auto im Prinzip von der Farbe her hässlicher als meins. Also, das blaue Flammen, hallo? Türkis. Achso, ja, stimmt. Ja, ist doch geil. Ich hab nach einem richtig schönen Aufkleber gesucht. Ja, den habe ich auch gesehen. Komisch, dass die Menschen nicht synchronisiert werden, aber die Tiere, ne? Hätte ja auch ein Storch sein können. Zwerche! Meine Fresse, ist ja richtig was los. Du, aber ich glaube, die machen nichts. Wenn du die anfährst, nee, die gehen nur. Die oder so. Hör mal auf, dann sind die plötzlich weg. Oh, mein Performance-Car schnitzt ab! Alles klar, alles gut. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich würde doch gerne lieber die andere Karre nehmen. Warte mal. Karre tauschen, Gelände. Ey, da gibt's noch eine vierte Art, hast du gesehen? Gelände? Ja, da gibt's noch mal richtig Gelände irgendwie, ey, ne? Ey. What denn? Ey, der Wegpunkt, guck mal. Hä? Er ist unter uns? Der Strich ist jetzt, wir hätten da abbiegen sollen. Hä? Du passt immer nicht auf, ne? Wie ich? Wieso, wir sind doch unterwegs. Es geht hier lang. Hä, du, bei mir, du stehst doch gerade, oder nicht? Ja, jetzt, ja, aber wir sind doch auf dem richtigen Weg. Nein, wir hätten abbiegen sollen. Serpentin, Digga. Du fährst in die falsche Richtung. Ja, aber warum hast du das denn nicht, dann ist was Falsches markiert. Wieso, hier oben ist heiße Jagd. Habe ich markiert. Ja, und bei mir zeigt er an, ach, fahr du doch deinen Weg. Ich weiß warum, weil du deine Performance-Karre fährst, zeigt er dir den nicht Serpentin-Weg an. Krass. Na, bin ja mal spannend, wer als erster da ist. Du fährst jetzt über Land sozusagen, ja? Serpentin. Ja, so heißt das so, ne? Wenn man das nach links und rechts, links ja, und ja, rechts, Serpentin, links ja, rechts, genau. Serpentin. Das habe ich ja mal. Ich habe ja mal. Auf der Straße jetzt, ja. Ich erzähle wieder die Geschichte. Bitte. Ich musste arbeiten auf Mallorca. Ui, ja. Das ist ja schon mal war, nicht so negativ. Das war so, oh nein. Und ich bin damals auch das erste Mal da geflogen in meinem Leben. Alles egal. Und dann waren wir da und dann hatten wir einen freien Tag da und dann haben wir uns so Roller geliehen und sind durch die Gegend gefahren. Das war so geil.
Das kann ich dir nur empfehlen. Auch Serpentin dann schön. Ja. Mit dem Roller links, rechts, hoch, runter. Was, 50 Kubik Roller? Also so ein. Naja, du kannannst damit, du kannst halt so 50 fahren, ne? Naja. Ja. Also, dass du richtig immer Vollgas, ne? Ob Stadt, ob Land. Normalen Führerschein. Ja, genau. Also, das Blöde war, wir hatten so eine Arbeitskollegin, die vorher noch nicht Roller gefahren ist. Oder nicht so viel. Und dann war es halt immer so in Sympathien. Fährst halt so ein bisschen actionmäßig und dann so bleibst du stehen und denkst, okay, lieber mal kurz stehen bleiben, weil wenn die sich auf die Fresse legt, kann die ja auch ja, nicht okay. irgendwie rufen oder so, weißt du? Und dann musste man alle paar Meter anhalten, warten auf sie, ob sie kommt. Ich bin auch schon zweimal umgedreht, weil ich dachte, oh, kacke. Die hat sich hingelegt. Aber nee, war einfach nur sehr, sehr vorsichtig, was ja auch löblich ist. Naja, wenn man Sachen nicht kann ja, und sie zum ersten Mal macht. Oder man sollte es gleich lassen. Autoteil! Echt? Ich muss das Rennen an dieser Stelle abbrechen. Tut mir leid. Du bist von mir 2 Kilometer entfernt. Ja, ist mir egal. Ich muss jetzt zum Autoteil. Ein Fuchs! Lass mich gleich nicht ablenken. Hier, ich hab's. Steht's hier mitten im Wald. Yeah, Teil 2 von 20. Obwohl ich ja schon 5 hatte, aber das Thema hatten wir auch schon mal. Ja, gibt's irgendwie mehrere, ne? Und, Ja. Mehr, ja. Ich kämpfe mich mal hier wieder raus. So, ab jetzt darfst du wieder fahren. Du bist ja stehen geblieben, ne? Hast du ja auf mich gewartet. Selbstverständlich nicht. Arsch. Wieso denn Arsch? Das hat er damit zu tun. Jetzt geht mein blauer Strich an. Heißt. Dass du völlig verkehrt bist. Aber ich bin jetzt noch 2 Kilometer weg, weil ich hatte nur weil ich das Autoteil na klar. geholt habe. Na klar. Aber du bist nur noch 400 Meter weg. Haha, ich bin vor dir. Nein. Nein, ich glaube nicht. Wir treffen uns jetzt hier, guck mal. Ach du Scheiße, Alter. Wie geil ist das denn, Alter? Und ich habe noch ein Autoteil geholt. Mir ist schwindelig. Bist du eigentlich bei Minjas komischem Livestream, wo er uns nichts gesagt hat, mitgefahren von links nach rechts, also von der Küste zu Küste? Nee. Ah ja. Als ebenso wie bei dir wurde da. Sag mal, jetzt bist du aber 2,5 Kilometer entfernt von mir. Ja, weil ich direkt nach dem Zug losgefahren bin, Akage. Oh, du kannst echt gar nichts, ne? Also, ich bin jetzt da. Dieser Bekannte von mir will sein Zeug schnell. Ja, dann mach mal an, ne? Ja, ich weiß nicht, was geht. Aber wieso bist du 2 Kilometer entfernt? Das geht ja gar nicht. Fuka. Hast du dich neu positionieren lassen? Ja. Wie positionieren lassen? Was meinen Sie denn? Vielleicht hat er dich falsch positioniert. Ach so, das kannst du haben. Entkomme den Cops! Okay, ich muss wieder einen Geländewagen fahren. Ja. Ich finde, das gibt Schlimmeres. Ja? Beispielsweise? Das ist ein guter Geländewagen. Aber ich mag Entkommen den Kopf nicht. Doch, das ist doch witzig. Scheiße. Okay, überspringen. Auch Geländewagen, ne? Achso, überspringen, okay. Okay, sie jagen mich? Nee, dich. Mich? Woher sehen wir das? Also über dir steht Schützen. Wow. Einen Bullen habe ich schon mal abgedrängt. Warte. Oh! Muss man jetzt eigentlich, ich meine, wir fahren Geländewagen, können wir jetzt da nicht durchs Gelände fahren? Ja, klar. Rechts um. Los geht's. Das ist links, du Arsch. Ich bin raus. Wie raus? Aus dem Geschehen. Wie? Oh, Gott. So, gut. Oh, Mann, Jack. Ich bin wieder drin im Geschehen. Nein, oh mein Gott, er hat dich. Nee, hat er nicht. Hat er dich? Nee, hat er nicht. Er hat dich. Nein, er hat mich die nicht. Die anderen haben dich gleich. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Jackie! Oh fuck, ich bin raus aus dem Geschehen! Also nicht dem Geschehen, sondern aus dem. Oh, es läuft doch aus dem Geschehen. Das war keine gute Idee hier, die Bäume. Nee, die Bäume sind echt uncool. Oh Gott, ich fahre die ganze Zeit gegen Bäume. Hier ist Wasser! Nein! Hier ist Wasser! Hey, die Bäume sind fast kaputt. Oh, da ist wirklich Wasser. Oh. Okay, und Wasser können sie nicht, glaube ich. Aber es kommt neue. Wo soll ich denn jetzt hinfahren? Wo sind wir in den Scheißbäumen jetzt? Ich muss U-Turns machen. Eigentlich ist er ganz gut, ne? Oh, der war gut, halt der war nicht schlecht. Der war tot.
Okay, ich komme. Ramm ihn doch mal weg. Los. Helf mir doch mal irgendwie. Ja, ich versuch's ja, aber die ganzen Bäume sind im Weg. Ich mach mal hier Hasen. Haken schlagen, Hase. Jetzt ist er hängen geblieben. Jetzt oh, hängt er bei mir. Der cheatet. Der fährt da durch Bäume durch. Ja, Mann. Oh. Also der zuckt dann so. Alter. Wir müssen aus den Bäumen raus. Es geht mir hier viel zu sehr auf den Sack. Warte, ich ramm ihn. Nein, ich ramm dich. Ja. Ich bin gleich verhaftet. Nee, doch nicht. Oh, mein, das war. Wo bist du? Digga, das ist kacke. Oh, das ist richtig kacke. Jetzt haben sie dich. Ich ramm sie. Ich mach sie kaputt. Du hast gefangen genommen. Oh. Oh, mein Gott. Jetzt wollen sie mich. Oh. Haben sie dich auch? Ja. Ich glaube, das war's. Wir müssen nochmal. Ich bin für noch einmal oder nicht? Mission ist ja fehlgeschlagen. In der nächsten Folge, mein Freund. Oh, ist schon so spät schon wieder? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Sag ich mal. Tschüss. Es blinkt.